Temperaturresistenztechnologie. Ich habe drei Anläufe gebraucht, um das fehlerfrei aussprechen zu können. Temperaturresistenztechnologie. Ein richtig fettes Marketingbrett. Aber hält das auch in der Praxis, was der Name verspricht? Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ja, die Temperaturresistenztechnologie ist eine der Technologien, mit denen Sinn ihre Spezialuhren bewirbt. Den Grundsatz dahinter kann ich sehr gut nachvollziehen. Je kälter es wird, umso tendenziell zähflüssiger werden Öle und je zähflüssiger die Öle werden, umso mehr hemmt es und verlangsamt es die Bewegung, die diese Öle eigentlich schmieren sollen. Und insofern kann ich gut nachvollziehen, dass bei extrem tiefen Temperaturen die Bewegung sehr stark gehemmt wird, wodurch die Uhr langsamer geht, eine höhere Ungenauigkeit eintritt. Und im umgekehrten Fall bei extrem hohen Temperaturen wird das Öl immer, immer dünnflüssiger und dünnflüssiger. Und bei schnellen Bewegungen kann es sein, dass es dann wegfliegt, also nicht verfliegt im Sinne von verdunstet, sondern wirklich wegfliegt von der geschmierten Oberfläche, sich entfernt und irgendwo in die Gegend spritzt. Diese Sachen kann ich wirklich extrem gut nachvollziehen. Lass uns mal kurz schauen, was Sinn selber dazu auf ihrer Homepage sagt. Ja, genau das sagt Sinn halt auch, ne? Je höher die Temperatur, desto dünnflüssiger das Öl und dann kann bei entsprechend tiefen Temperaturen das Öl sich verdicken, die Reibung steigt, das ganze Räderwerk wird langsamer und im schlimmsten Fall kann es eben sein, dass die Uhr sogar stehen bleibt. Insofern alles okay, das kann ich wirklich extrem gut nachvollziehen. Was sagt Sinn weiterhin? Sie hätten ein Öl entwickelt, was einen viel größeren Temperaturbereich abdeckt, in dem die Uhr gut funktioniert. Ich habe das mal hinterfragt. Ich habe einen guten Freund gefragt, der als Chemieingenieur in der Petrochemie arbeitet und der sagt, na klar kann man ein solches Öl sich designen lassen. Man schreibt ein entsprechendes Pflichtenheft, geht zu einem Hersteller und sagt, genau das möchte ich haben. Die Krux an der Sache ist, dass diese Entwicklung bezahlt werden muss und die einzige Möglichkeit für den, der die Entwicklung in Auftrag gibt, ist, diesen Preis über den Abverkauf zu amortisieren. Wenn ich mir jetzt anschaue, welche Mengen an Öl für die Schmierung einer Uhr eingesetzt werden, ist die Menge, die Sinn verkauft und in Rechnung stellen kann, verschwindend gering. Entsprechend ist auch die Möglichkeit, über diesen speziellen Aspekt die Entwicklung eines eigenen, von Grund auf designten Öls zu finanzieren, ambitioniert, wenn nicht sogar unmöglich. Was aber in jedem Fall funktioniert, ein Öl zu nehmen, was bereits einen ähnlichen Spektrum abdeckt, ein ähnliches Spektrum abdeckt und dort gewisse Anforderungen draufzusatteln, dass man sagt, es muss noch ein paar Grad mehr haben, es darf nicht wegfliegen bei schnellen Bewegungen, es darf nicht so dick werden, es muss ein kleines bisschen dünnflüssiger bleiben. Alles das ist möglich und ist eben keine von Grund auf Neuentwicklung. Insofern ja, es ist technisch möglich, solch ein Öl zu entwickeln oder weiterentwickeln zu lassen und es einzusetzen. Insofern glaube ich, dass das Versprechen von Sinn wirklich funktioniert. Schauen wir uns mal an, was Sinn denn im Detail verspricht. Nun, zum einen sagt Sinn, dass die herkömmlichen Öle bereits in einem Bereich von minus 30 Grad eine extreme Ungenauigkeit erzeugen, beziehungsweise schlimmstenfalls sogar zum Stillstand der Uhr kommen. Und die Öle von Sinn, dieses Spezialöl hingegen, soll bis in einen Bereich von, wenn ich mir jetzt die Grafik hier anschaue, minus 45, minus 50 Grad in jedem Fall funktionsfähig bleiben,
beziehungsweise ja, minus 45 Grad ist, glaube ich, so der Bereich, den Sinn angibt. Denn man muss ja hier sehen, dass die Gangabweichung im Tausenderbereich pro Tag liegt. Das heißt, wenn ich da 500 Sekunden pro Tag habe, ist das, glaube ich, eine Gangabweichung, mit der man leben kann. Und das wäre so im Bereich von minus 45 Grad gegeben. Das also funktioniert. Ich glaube, dass das funktioniert. Ich glaube, dass das Öl das auch leisten kann. Insofern, ja, passt. Und was sagt Sinn im Hochtemperaturbereich? So, wenn wir in den Hochtemperaturbereich schauen, sehen wir, dass sich die Skalierung auf der Gangabweichungsachse geändert hat. Wir sind hier also nicht mehr im 1000er-Sekunden-Bereich, sondern im 10-20er-Sekunden-Bereich. Und entsprechend ist auch hier der Effekt nicht so extrem deutlich wie in den hohen Minustemperaturen. Aber man sieht, dass bei den herkömmlichen Uhrenölen bereits ab einer Temperatur von 35, 40 Grad eine vergleichsweise, also in der Relation zum Sinnöl gesehen, vergleichsweise hohe Gangabweichung einsetzt, wohingegen das Sinnöl wohl bis zu einer Temperatur von 60, 70, vielleicht auch 80 Grad verhältnismäßig gangstabil bleibt, beziehungsweise erst ab 80 Grad eine ähnliche Gangabweichung aufweist wie die herkömmlichen Öle. Wie gesagt, technisch glaube ich, ist das alles machbar. Ich glaube auch, dass das funktioniert. Die Frage ist, brauche ich das wirklich in meinem Alltag? Wenn ich mir ganz am Anfang anschaue, was Sinn gesagt hat, wenn eine Uhr über der Kleidung getragen wird, was ich nie tue, dann kann es sein, dass sie diese extremen Außentemperaturen annimmt. Ich bin noch nie in einem Umfeld gewesen, wo ich minus 30, 40 oder 50 Grad hatte und gleichzeitig die Idee hatte, meine Uhr über der Kleidung zu tragen. Ähnliches gilt bei den hohen Temperaturen plus 60, 70, 80 Grad. Auch da würde ich die Uhr eher auf meiner Haut tragen, denn ich käme nie auf die Idee, bei diesen Temperaturen langärmelige Kleidung zu tragen, es sei denn, ich wäre Stahlstecher oder in einem ähnlichen Beruf. Aber da würde ich wahrscheinlich keine Sinnuhr tragen. Insofern, es gibt womöglich die Bereiche, wo das relevant ist, die aber nur für eine extrem kleine Gruppe der Anwender wirklich einen Mehrwert im Alltag bieten. Was bedeutet das jetzt für mich persönlich? Ich muss sagen, mir gefällt die Technologie trotzdem. Ich mag es, wenn die Uhr mehr kann, als sie muss. Wenn eine gewisse Reserve da ist und wenn sich der Hersteller Gedanken gemacht hat. Das ist für mich ähnlich wie mit den Tauchtiefen. Als alter Pfützenspringer brauche ich keine Uhr, die 500.000 oder 2.000 Meter wasserdicht ist. Mir reichen eigentlich ganz locker 100 bis 200 Meter. Selbst für meine Hobby-Tauchgänge mal in irgendeiner Bucht unter Anleitung reicht vollkommen. Trotzdem mag ich das gute Gefühl, dass die Uhr doch deutlich mehr kann, als ich ihr jemals zumuten möchte. Insofern, diese Technologie funktioniert. Sie ist für ganz ausgewählte Gruppen bestimmt auch notwendig, aber nicht für mich. Aber das Entscheidende ist, das ist nicht alles. Die Temperaturtechnologie, ja, wie gesagt, drei Anläufe, die Temperaturresistenztechnologie ist noch etwas mehr als nur das Öl. Es ist die Maßtoleranzauswahl und an dem Punkt wird es aus meiner Sicht spannend. Wenn Sinn schreibt, und ich glaube, dass das auch stimmt, dass in der Uhr selber, im Uhrwerk, unterschiedliche Materialien eingesetzt sind und diese sich unterschiedlich stark und unterschiedlich schnell ausdehnen, dass dies dazu führen kann, dass im Zuge der Abkühlung oder im Zustand der extrem niedrigen Temperatur die Teile nicht mehr exakt ineinander greifen. Und aus diesem Grund wird jede Uhr mit der Temperaturresistenztechnologie besonders ausgewählt. Die Teile werden separat vermessen, werden extrem genau aufeinander abgestimmt. Und jetzt kommt der Punkt, den ich persönlich wirklich beeindruckend finde. Jede einzelne dieser Uhr wird bei Sinn im Klimaschrank geprüft.
Das heißt, die Uhr ist nicht irgendwo einfach nur vom Band gefallen, ist nicht routinemäßig zusammengesetzt. Nein, jede dieser Uhren durchläuft eine Einzelprüfung, um zu schauen, ob sie genau so funktioniert, wie es die Spezifikationen dieser Technologie, der Temperaturresistenztechnologie, vorsehen. Und das wiederum gefällt mir sehr, und aus diesem Grunde ist diese Technologie für mich persönlich subjektiv einen Mehrwert und auch einen Aufpreis wert, auch wenn ich sie nicht unmittelbar im Alltag benötige. In diesem Sinne, euer Watchmaxer.